Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu der Infected. Und ich sehe gerade was. Ich bin immer noch auf dem Weg oben zu der Stelle hier. Wir befinden uns hier. Wir sind also nicht mehr weit entfernt. Und ich habe mir gedacht, ich mache mal eine Axt und tue mal ein paar hier Fasern uns organisieren. Und bei der Gelegenheit wollte ich nochmal schauen, wie viele Stämme es hier gibt. 10, 11 Stück. Ja. 11 Stämme gibt es für den, was ist denn das hier, Baumrinde ist das, die hat es nicht aufgenommen. Okay, die brauchen wir jetzt nicht wirklich unbedingt. Und zwar für die Forestbäume. Ich wurde darauf hingewiesen, dass es da eine Menge geben soll. Ich hatte das ja am Anfang schon mal getestet. Ach, warte mal, wir haben ja noch Platz, oder? Nee, das, hä? Wieso zeigt denn der das so an? Okay, hier stimmt irgendwas nicht, ne? Jetzt stimmt's. Okay, vielleicht hat er gezuckt, was auch immer. Und da wurde mir gesagt, ich habe hier, da sind viele drin, 11 Stück. Ich glaube, bei den normalen Bäumen kriegt man 7, ne? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Haben wir hier einen normalen Baum? Kannst du mal aufhören, mich hier so nervös zu machen? Das ist ja furchtbar. So, wir nehmen einen normalen Baum. Da waren also 11 drin und hier sind es 7. Es sind also 4 mehr, aber ja, so viel mehr ist es jetzt auch nicht, sind wir ehrlich, ne? Ein bisschen was. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder 9, ich weiß jetzt nicht genau. Weißt du was, wir machen das mal so. 3. 6. 7, 8. 8 Stück zu 11. Ja, es sind 3 mehr. Ist auf alle Fälle eine feine Sache. Gut, ich habe jetzt auf alle Fälle das zusammen, was ich wollte, denn ich muss mir nämlich mal hier noch einen neuen Speer machen. Und da brauche ich, es fehlen Gegenstände im Inventar. Was fehlt denn? Stücke fehlen. Na, das ist doch kein Problem. Die können wir bloß nicht aufnehmen, weil wir voll sind. Warte mal, das braucht hier aber auch kein Mensch. Und schon haben wir Platz. So, dann machen wir noch einen. Gut, können wir gerade nicht. Ist nicht so schlimm. Jetzt legen wir auf alle Fälle mal los. Wir können uns einen auf alle Fälle machen. So, dann können wir die Axt rauswerfen. Die brauchen wir nicht. Ich hoffe, dass das keine unnötigen Fehler hervorruft. Wir werden es erleben, denke ich. So, haben wir noch einen Stein? Ja, wir stehen hier in der Sonne die ganze Zeit. Ne? Jetzt atmest du schwer. Ja, ja, ich weiß, ich weiß, ich weiß. Ich habe es verstanden. Ich gehe schon in den Schatten. Ja, 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 ja. Ja, wir sind immer noch auf unserer Tour, den Mike zu finden. Aber das kann vielleicht noch eine Minute dauern, bis wir den haben. So, dann gehen wir nochmal hier drauf. Dann nehmen wir uns noch einen Speer. Da fehlt schon wieder was. Du tust mich aber auch hier. Da fehlt eins davon. Weißt du was? Ich habe unterwegs übrigens hier ein paar Kürbisse und alles mögliche, was ich an Früchten bisher gefunden habe, habe ich aufgenommen. Ja, brauchen wir ja irgendwie, ne? So, haben wir. So, dann machen wir uns noch einen Speer. Dann sind wir nämlich da erstmal wieder ausgerüstet. Heißt im Klartext, wir haben jetzt wieder unseren Bogen mit 82, ein 10er und 200er. Und damit können wir uns ins Getümmel stürzen. Ja, ob das dort irgendwann mal weggeht oder nicht, weiß ich nicht. Ich hoffe, es macht keine Komplikationen groß. Und dann werden wir weitersehen. Ja, da liegen ein paar Federn. Hm. Dann ist das so. Ja, prinzipiell, wie gesagt, ich habe die ein oder andere Melone gefunden. Nicht viel. Jede Menge Kürbisse gibt es zu finden. Gurken und, oh, der Bier. Hallo. Ja, und sonstiges Zwiebeln und Kartoffeln habe ich alles in mich reingemampft. Habe auch mal das Vergammelte rausgehauen, dass wir einfach mehr Tragekapazität haben. Dann ist es das, ne? So, jetzt werde ich mal gucken, wo wir hin müssen. Wir sind hier oben. Ja, würde ich sagen, fahren wir hier hinten links mit dem an. Na, weil hier werden wir dann sowieso rumfahren. Und vielleicht findet man jetzt hier. Wir haben nicht mehr so viele Möglichkeiten, ne? Ganz ehrlich gesagt, wir hätten hier hinten noch das. Und ich bin mir nicht sicher, ob wir hier schon mal waren. Und hier haben wir ja damals auch geschaut. Aber, oh wow, der atmet ein bisschen schwer hier. Sag mal, ich habe doch so eine Paste dabei gehabt. Die bringt mir natürlich auch nichts, wenn ich sie bloß hin und her schleppe, ne? Weißt du was? Hier, komm, rein damit. Und die dritte nehmen wir dann auch noch gleich, dann haben wir wieder Platz. So. Lieber ein bisschen Vorsorge, ne? Als wenn wir dann das Problem haben. Ich würde zwar gerne eine mitnehmen, falls wir wieder ein Problem haben. Aber im Moment geht uns gerade das Benzin aus. Es ist wirklich genial. Timing vom Feinsten. Und das Schöne ist, wir haben 5 Kilo wieder Platz. Sehr schön. Hier waren wir ja noch nicht gewesen. Das heißt, wir müssten hier auch
rennt mir hinterher? Nichts. Gut. Das heißt, wir müssten hier auch wieder Kisten setzen, aber ich kann hier keine Kisten setzen und dann würde das Symbol das falsch deuten, weil ich bestimmt nicht dran denke. Deswegen lassen wir das. Ich sehe hier aber auch keine Hütte. Ne? Ich sehe hier wirklich nichts. Ich versuche es mal mit Pfeil und Bogen. Aber das wird es ja wohl nicht sein hier. Das ist ein ganz normales Wohnhaus. Nee, hier gibt es nichts. Kannst du knicken. Da ist das. Nee, also hier sind wir völlig falsch. Und das andere müsste auch völlig falsch sein. Völlig. Und ich denke, wir sind... meine ursprüngliche Inspiration, glaube ich, war die richtige. Es ist irgendwie... Ach ja, es wird bestimmt dort sein, wo ich das möchte. Oder wo ich das... Ich kann mal hier unten schauen, ob hier noch eine Halle ist. Nee, ne? Haben sie nichts hingebaut. Nee, dann ist es das. Gut. Auch nicht so schlimm. Es hätte ja sein können. Und ihr habt ja gesagt, es könnte oder es ist wahrscheinlich bei jedem woanders. Dann, ja, gut. Soweit ich mich entsinne, haben auch bloß zwei geantwortet. Davon war eins eine Antwort, die es nicht wusste. Und die andere Antwort war, bei mir war es dort. Ja, und dem bin ich gefolgt. Ganz einfach. Nette, gemütliche Ausflugsrunde. Ich finde es auch mal echt toll. Sieht man auch mal was von der Karte. Und auf alle Fälle hat sich dieser Bereich hier verändert. Der ist auf alle Fälle hier angehoben. Ja, das war alles mehr flach hier eigentlich. Mit einer klitzekleinen Steigung zu dem Dorf hier. Aber jetzt ist es eine richtige erhöhte Zufahrtsstraße. Zumindest kommt mir das ganz stark so vor. Und wir können auch mal schauen. Ja, dann würde das nämlich auch passen. Weil ein Zuschauer hat wieder mal bemängelt, dass seine alte Basis unter Wasser steht. Und hier war man ja gewesen. Ne? Hier sieht es jetzt nicht groß verändert aus. Na, das ist unsere aus der Version 14. Könnte sein, dass es hier ein bisschen höher... Nee, war auch so. Also ich würde sagen, hier hat sich nichts verändert. Aber prinzipiell kann das Wasser ja auch tiefer geworden sein. Und wenn man jetzt im Wasser gebaut hat, dann kann es natürlich sein, dass die Fundamente irgendwo, ja, in der Tiefe liegen. Ja. Gut, wir schauen mal. Jetzt fahren wir hier rüber zu dem nächsten. Genau, wir steuern direkt drauf zu. Schöne Sache, die Aufnahme läuft auch wunderbar. Nicht, dass wir jetzt hier was verpasst hätten. Das wäre dann echt ärgerlich. Aber dann würde ich es halt so nachspielen nochmal. Das lässt sich ja dann auch nicht ändern. Ne? So, warte mal, hier ist noch eine Zwiebel. Ja, und das ist wirklich so. Ne? Wenn du den brauchst, kriegst du den nicht ran ans Rohr hier. Und wenn du den nicht brauchst, weil der dir die Haare vom Kopf isst und du dir das gar nicht leisten kannst, dann ist alles in Ordnung. Dann findest du den. Egal. So, einmal hier vor. Oh. Dich brauche ich nicht, ganz ehrlich. Jetzt muss ich mal gucken. Oh, wow, die hocken hier schon wieder wie die... Aber hier ist auch nichts. Der hockt hier auch nicht rum. Nee, das ist nicht das Richtige. Das ist auch nicht das Richtige. Da brauche ich ja nicht gucken gehen. Der wird auch nicht hier drinnen sein. Er wird ja sicherlich in der Halle liegen. Er wird ja nicht im Wohngebäude irgendwo im Bett liegen, ne? Also das glaube ich jetzt mal auch nicht. So, dann haben wir Möglichkeit, neue Möglichkeiten. Hier waren wir gewesen. Man müsste die, also hier haben wir gelootet auf jeden Fall. Hier waren wir looten. Die anderen haben wir jetzt abgegrast. Hier, es könnte noch hier sein. Wir könnten hier nochmal, hier haben wir geschaut. Hier nochmal schauen. Hier hatte ich eigentlich nachgeschaut. Allerdings habe ich auch bloß nach den Dingern geschaut. Den Ort haben wir noch. Da waren wir noch nicht. Okay, wie machen wir es jetzt am besten? Das haben wir, das haben wir. Wir machen jetzt folgende Aktion. Wir machen jetzt hier, hier, hier und hier hoch. Und der wird bestimmt hier oben sein, werde ich mit euch. Und das werden wir jetzt tun. Gut, dann ist unser Weg klar. Einfach dem Straßenverlauf folgen. Und wir werden das eine nochmal überprüfen dort. Aber das ist auch bloß an der Straße links und rechts. Ich glaube, da waren auch keine Hallen. Wir überprüfen es trotzdem. Nächstes Ziel einmal um die Kurve rum. Und dann schauen wir mal. Vielleicht können wir hier auch mal ein bisschen abkürzen. Ja. Schönes Aloe Vera liegt hier rum. Brauchen wir ja für Verbände, wenn wir Verbände machen wollen. Geht jetzt nicht mehr ohne. Ne? Neues Rezept, wisst ihr ja. Schöne Sache auf jeden Fall.
Ja, für alle, die es interessiert, es werden in der nächsten Zeit noch einige Updates kommen. Jetzt natürlich für Infected ist klar, das kommt immer mal ab und zu. Aber auch für andere Spiele, die man momentan wieder, die man dieses Jahr vielleicht schon angespielt haben, aber die für dieses Jahr schon erledigt sind oder die neu dieses Jahr rauskamen, zum Beispiel Smoreland oder Forever Skies. Und das wird in den nächsten Tagen, wird es bei mir losgehen, dass wir da die Updates zeigen. Oder wenn sie kommen, viele Updates sind jetzt für Oktober anvisiert. Warte mal, wir müssen ein bisschen nach links. Jawohl, das war knapp. Sind jetzt für Oktober anvisiert und da müssen wir halt mal gucken. Also das wird für die, die es interessiert, in den nächsten Tagen passieren. Vielleicht schon diese Woche, ne? Da ist es. Jawohl. Aber hier ist keine. Genau, das war dieses wunderschöne Gerät. Da haben wir auch schon reingeschaut, ne? Haben wir hier nicht gelootet? Ne, das war. Oder? Doch, hier haben wir reingeschaut. 100 Pro haben wir hier reingeschaut. Wo sind wir denn jetzt? Jetzt muss ich mal gucken. Jetzt würde es eigentlich Sinn machen. Weißt du was? Ich fahre jetzt hier schräg einwärts. Wir haben den Tank voll. Es ist noch Tag und wir werden bestimmt in der Nacht dort ankommen. Ich habe Speere, ich habe Pfeil und Bogen. Sollte also laufen und wir fahren jetzt hier rechts am Felsen vorbei, da durch. Durch die Schlucht. Und dann biegen wir rechts ab zu dem nördlichsten Städtchen, was wir hier auf der Karte haben. Und das werden wir uns jetzt so schnappen. Ja? So ein bisschen links halten hier. So, ich nehme euch natürlich mit. Vielleicht entdeckt man ja hier auch mal ein POI, was gar nicht verzeichnet ist. Das wäre natürlich mal eine richtig schöne Geschichte. Ne? Das Problem ist bloß, wir verbringen den ganzen Sommer hier. Ich muss dann Tutti Paletti machen mit unserem Gebäude. Ne? So, wo sind wir hier? Links müssen wir. Dass wir da fertig werden, sonst haben wir im Winter wieder kein Gebäude. Dann wird es wieder eine Panikaktion. Bauen, 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 bauen. Aber vielleicht nochmal bis dahin unserem Gehilfen, der mir vielleicht ein bisschen unterstützen kann. Oder mich, nicht mir. Ja. Müssen wir mal schauen, ne? So, wie sieht's aus? Oh, wir müssen rechts. Rechts rum. Noch mehr rechts würde ich gerne fahren. Ja, können wir rechts vorbeifahren hier. Das läuft. Manchmal denke ich mir auch, eigentlich müsste man angerammelt sein an das Hindernis, aber es ist nicht so. Bin ich dann auch froh drüber. Also Schafe findet man jetzt wirklich mehr. Und wenn wir sie dann später brauchen, findet man wieder keine. Ne? So, warte mal, ich muss mal was aufnehmen. So, und ich würde mal gucken, wie es aussieht. Ja, sind wieder 4 Energie mehr. Läuft. Ja. Die Samen nehmen wir jetzt alle mit. Dann ist das so. Und nächste Aktion können wir wieder auf alle Fälle schöne, ja, 5, 6 Kisten verteilen. Sechse hat man ja. Ist unser Treibstoff alle? Nee, darf eigentlich nicht sein. So, wir sind auf alle Fälle auf Kurs. Wir werden in den nächsten 1, 2 Minuten da ankommen. Und bis dahin, ja, werden wir mal noch ein bisschen hier philosophieren, damit die Zeit vergeht. Warte mal, ist hier eine Höhle? Nee. Die Höhle war weiter vorne, aber das sah gerade so gewaltig aus, ne? Schön wäre nochmal 1, 2 Melonen zu finden. Einfach nochmal reinschnabulieren hier. Dass es mit der Energie schön oben bleibt. Ich meine, die Kürbisse machen auch ihr Ding, ne? Aber. So, ich halte aber jetzt nicht an, wir wollen jetzt hier ankommen. Oh, warte mal, aber die Melone, die muss ich holen. Das sind 8 Energie und das tut mal. Tut mir leid, aber das muss sein. Das sind 8 Energie. Außerdem sind die kleinen Melonen lecker. So. Ja, also wie gesagt, es stehen für Forever Skies, für Smoreland, für Chunkpunk. Für. Ich weiß gar nicht, was noch. Grounded steht im Oktober ein Riesen-Update an. Also genau in diesem Zeitpunkt, alles im Oktober, da werden wir dann gucken. Ich werde das dann immer operativ einfügen. Wenn gerade ein anderes Let's Play läuft, muss er sich kurz hinten anstellen. Oder vielleicht am Wochenende dann extra dazu. Aber manchmal möchte ich auch nicht aufs Wochenende warten, sondern.
es vielleicht am Montag oder Dienstag zeigen, wenn es aktuell ist. Und ja, euch die Information weitergeben, sofern ja, es passt. Gut. Und wie gesagt, es sind etliche Spiele, ne? 5, 6 Spiele, die im Oktober alle neuen Inhalt raushauen möchten. Bei Forever Skies ist das schon geschehen. Da habe ich das aber gar nicht so aufgefasst, wo ich das gelesen habe. Aber das ist schon seit 5, 6 Tagen. Also wenn jetzt Aufnahme für mich, wenn ihr das hier seht, ist das dann schon ein bisschen weiter wieder her. Ist das schon wieder geschehen, ja. Und ist ein bisschen an mir vorbeigegangen. Ist aber auch nicht so schlimm. Wir holen das alles nach. Und ja. Dann schauen wir uns das mal an. Das klingt immer so, als hätte er keinen Treibstoff mehr, ne? Hey, du stehst nicht gut. So, da sind wir gleich da und ich bin gespannt. Bin wirklich gespannt. Wie das hier ausschaut. Ah ja. Okay, also. Aha, Steinhalle. Okay, wir gehen gucken auf jeden Fall. Ich mampf das hier mal weg. Okay, der verschwindet. Das ist eine Steinhalle, ist kein Metall, ne? Nee, da ist der nicht drin. Ich gehe trotzdem gucken. Oh, schon erledigt. Oh. Easy going. Der nächste. Gib mir mal meine Pfeile wieder. Oh wow. Ja gut, müssen wir neu machen. Na, wenigstens einer. Was ist denn das hier für ein Stuhl? Hammerhart. Gut, ich gehe mal rein hier. Na toll. Jetzt nehme ich hier irgendwelchen Schotter auf. Warte mal, das nehme ich gleich mit. Also, ne? Weißt du Bescheid. Ja, ich kann gar nicht alles mitnehmen, was ich will. Ja genau, jetzt haben wir nämlich das Problem. So, ich tue das mal zurück hier, was ich gerade nicht brauche. Warte mal, das kann ich mal essen. Was ist denn das hier? Weg damit. Aber weißt du was, wenn ich schon mal hier bin, prüfe ich mal, ob wir hier noch ein zweites liegen haben. Ihr wisst ja, wie das ist, ne? Ich werde aber jetzt auch nicht reinschauen. Ich werde nur mal prüfen, ob wir noch was haben. Da ist der nächste. Ja, genau. Ja, lief ganz gut. Okay. Meine 2 Pfeile, danke. So, hier ist es nicht. Hier liegt es auch nicht. Na, machen wir einen Schnelldurchgang. Ich kann nicht looten, ich bin voll. Aber ich will wenigstens gucken, ob wir hier noch ein zweites haben. Und ich hoffe, dass ich mir das dann merke. Siehst du? Das zweite. Es ist unglaublich. An alle, die Pech haben und immer nur eins finden, es wird auch bei euch irgendwann gelingen. Ich bin da sehr zuversichtlich. Ich schaue trotzdem mal rein. Da ist nichts. Vielleicht haben wir ja nochmal ein drittes. Da ist nichts. Im Bad ist auch nichts. So, war ich da schon drin? Weiß ich jetzt gar nicht. War ich hier drin?
Ja, ich glaube, hier waren wir schon, ne? So, hier ist nichts angelehnt, da hinten liegt nichts drauf. Ich glaube, hier waren wir schon. Ach ja, hier war das Auto, dann sind wir da. In dem roten waren wir auch drin, in dem blauen waren wir, in dem waren wir, in dem gelben waren wir noch nicht. Mache ich das mal. Aber ich glaube, mehr als zwei sind es einfach nicht. Aber es könnte natürlich sein, dass wir mal ultimatives Glück haben und wirklich drei zum Abgrasen haben. Was hast du denn hier drin? Ne, das will ich nicht. Plastik ist eigentlich ganz cool, ne? Plastik ist echt cool. Das wäre eine Maßnahme. Wow, das ist auch eine Maßnahme. Lehm brauche ich auch nicht. Stein brauche ich nicht. So, gut, haben wir. Also, hier ist er nicht. Ich mache mal Licht an und wir gucken mal auf die Karte. Wir sind jetzt hier. Das ist ja der Wahnsinn. Also, es ist unglaublich. Ich weiß nicht. Dann ist er. Bleibt noch hier, hier und hier. Aber hier waren wir doch schon. Also, ich weiß nicht, wo er sein soll. So, ich muss mal gucken. Wir müssen jetzt geradeaus fahren hier runter. Dann mache ich das nochmal. Es kann sein, dass der wirklich dort ist. Ich hätte gedacht, der ist hier. Ich weiß nicht mehr, ob wir in der Mitte schon mal durchgefahren sind. Ich kann es euch wirklich nicht mehr sagen. Ob ich da Hallen hatte, als ich dort mal lang gefahren bin. Ich weiß auch nicht, ob ich überhaupt in diesen Let's Play dort schon mal lang gefahren bin. Ups. Ich bitte es zu entschuldigen. Ich habe bei der Aufnahme heute, bei den drei letzten Folgen, irgendwie Schluck auf. Irgendjemand denkt an mich. Ja. Ja, und es wird wieder dunkel, aber wir spielen das trotzdem weiter durch. Hier ist noch eine schöne Melone. Die werde ich nochmal mitnehmen. So, dann werde ich die jetzt auch essen. Dann haben wir nämlich wieder 8 Energie, Flüssigkeit. Schöne Sache. Das war nur das Reh, was die ganze Zeit da rumstand. Also für Melonen halte ich an, das bringt wirklich viel, viel Energie und ihr seht, wir kommen hier schon, ich glaube es ist der zweite, dritte Tag, die wir hier ohne Schlafen auskommen, also es geht, ne? Ihr müsst eben nur das dann auch essen, also man kann auch das Let's Play durcharbeiten, das geht auch. Also im Sommer zumindest. Im Winter wird es ein bisschen enger, ne? Aber da könnte man sich Konserven zur Not mitnehmen. Und eine von Gemüse und eine von den Melonenkompott, was das ist, das sollte beides regeln. Und für den Notfall nochmal getrocknetes Fleisch, Proteine. Das bringt auch seins, ne? So, wir fahren natürlich nun hier ein ganzes Stück hier runter, aber lässt sich nicht ändern. Wie gesagt, ich habe noch 3, 4 Städte, dann geht es mir aus und dann weiß ich nicht, wo er ist. Tja, dann war die ganze Aktion umsonst. Ich hoffe, dass ich es bei meinem Schnell-Loot-Gang irgendwo übersehen habe. Müssen wir gucken. Ja. Ich hoffe ja mal, dass der nicht irgendwo an einem nicht erkennbaren Ort aufgehalten wird. Dass man das finden muss. Weiß ich auch nicht. Werden wir sehen. Werden wir sehen. So, ein paar Minuten haben wir noch. Dann kommen wir jetzt in das nächste Dorf hier. Ist zwar dunkel, aber ich denke, wir sehen trotzdem genug. Ich mache gleich die Helmlampe mit an. Kann man die jetzt schon machen? Nee. Dann schauen wir mal. Na, ich war ja hier schnell drin, hatte nur die Tech-Points geholt. Oh oh, seht ihr, was ich sehe? Und jetzt ist viel Feind, viel eher, ne? Weiß ich nicht. Hatten wir hier reingeguckt? Ich weiß es nicht mehr, ich kann es euch nicht sagen. So, wie sieht denn das hier mit Treibstoff aus? Was war denn das? Ist die Lampe kaputt gegangen? Was ist denn das jetzt?
Hä? Hat das hier einen Reparaturbalken? Ich sehe gar keinen. Die Lampe ist kaputt gegangen. Wenn ich hier dran komme? Nee, ne? Komisch. Es spukt. Es spukt. So, warte mal, das machen wir mal so. Das tauschen wir mal. Und das tauschen wir auch mal. Das ist auf alle Fälle schwerer. Das sind 2,5 Kilo. Da können wir hier nochmal prüfen, ob wir das noch tauschen können. Macht das Sinn? Nee. Das sind alles 2 Kilo Sachen. Gut, dann haben wir das. Das Glas ist auch so eine blöde Sache hier. Das sind 2 Kilo. Da kriege ich ja ganz locker 4 unter. Genau. Ja, das wäre sonst ein bisschen sinnfrei, das Ganze vielleicht. So, dann ziehen wir das ein Stück nach oben. Und das mache ich hier drunter. Das kann ich vielleicht mal drehen. Ja, dann läuft das. Gut, dann wie viele Pfeile habe ich denn noch? Oh, gute 8 Stück. Und wie viel ist der noch wert? Aha. Okay, na gut. Aber ich würde mal ein Stück ranfahren. Das ist mir trotzdem zu blöd. Und ich sag mal so, hier rammeln die so sehr rum. Hatten wir den damals hier gefunden? Nee. Ich kann mich absolut nicht erinnern. Aber ich glaube, ich habe auch nicht alle Hallen. Aber die hier drüben könnte es durchaus sein, ne? So, warte mal, ich nehme mir die ich als erstes vor. Der Bogen geht nicht mehr. Verdammte Axt. Komm, mach hinne hier. So, hier, hallo. Nimm das mal. Oh, wow. Was denn jetzt? Haben wir hier einen Bug? Muss ich hier 20 Stück drauf tun? Hä? Nein, habe ich nicht irgendeine Infektion? Wieso nimmst du denn das nicht? Was ist denn das hier? Das willst du nicht nehmen. Das ist ja auch nicht das Richtige. Das wäre das Richtige dafür, oder? Nee, stimmt schon. Ach, das ist doch Stoff. Na gut, wenn du blind bist, ne? Kann es nicht funktionieren. Gut, wir haben das auf alle Fälle erstmal. Warte mal, jetzt muss ich mal hier die Kollegen mal einsammeln. Ja, ich hoffe, ihr habt trotzdem was gesehen. Ich merke gerade, ich habe die Lampe nicht an. Ja, gut. Liegt er noch da? Ja. Also, ich hoffe, ihr habt was gesehen, ne? Ich hatte an die Lampe jetzt nicht gedacht. So, das sind 2,5 Dinger. Gut. Ne, geh mal raus da bitte. Danke. Das sind nicht die richtigen. Oh ja, doch. Okay, ich hätte gedacht, wir haben jetzt Steinpfeile oder so eingesammelt. Dann wird es natürlich nicht. Oder andere Pfeile. Wir haben ja Steinpfeile. Ja, wir werden ja auch mal demnächst auf Knochenpfeile gehen. Müssen wir aber erstmal gucken, ne? Ich glaube, das hier drin. Also, jetzt haben wir wirklich vielleicht gefunden. Wir werden das mal prüfen, ne? So, ich sammle erstmal nochmal ein. Hat man hier denn schon eine Kiste hinterlegt? Nee, ne? Hier war auch keine Kiste. Nee, dann. Ja. Hier hat man wirklich nur das Dings geholt damals, ne? Ich sammle das trotzdem mal alles ein und wir werden mal hier in so eine Dings das jetzt. Oh, das ist schön, das esse ich gleich mal. Das ist sehr gut. Habe ich denn noch was an? Nee, habe ich nicht. Das ist aber auch kein Problem. So, das nehme ich nochmal auf. Und die Kartoffel können wir auch noch nehmen, ne? Wunderbar, dann geht es da auch bergauf. So, jetzt tue ich das mal hier rein, was wir jetzt denn nicht brauchen. Ja. Ja, reicht das denn? Das reicht erstmal. Gut. Okay, dann muss ich mal schnell machen, mal gucken, ob der hier so, das würde ich gerne mitnehmen. Das nicht. Was hast du? Oh, du hast auch was Schönes. Ja, hier ist das. Oder das kann sein, wir waren damals hier und der war noch nicht so weit. 8 Energie.
Dann ist es doch an derselben Stelle. Und ich bilde mir ein, wir haben den letztens auch hier geholt. Es kann sein, dass es hier ein bisschen verändert aussieht. Aber wir haben den letztens auch hier geholt. Das ist natürlich, ja, das hätten wir uns erheblich leichter machen können, ne? Gut, ich werde trotzdem noch mal schnell hier durchschauen. Wir haben natürlich nur einen Haufen. Das nehme ich mit. Nehme ich beides mit. Ja, und wir hatten hier wirklich keine Station gemacht. Nee, ist keine Station. Das ist natürlich blöd, ne? Aber dann würde ich mal sagen, ich tue das mal zurück. Oder? Ich weiß es gerade nicht. Was mal zurücklassen. Stoff kann ich zu Hause machen. Ich kann das zu Hause machen, aber das würde ich gerne mitnehmen. Ja. Dann nehme ich jetzt auch bloß das mit, was mir zusagt. Oder haben wir den damals, wollen wir hier drinnen gucken und wollen in dem anderen nicht schauen? Ich kann es euch nicht sagen. Ich weiß es nicht. So, das habe ich gegessen. Sehr gut. Das brauche ich nicht unbedingt. Das brauche ich und das brauche ich allerdings. Das nehme ich auf jeden Fall mit. So, das wäre auch was zu mitnehmen. Da liegen wir gerade an der Grenze. Oh, das ist wichtig. Was lasse ich da? Glas würde ich nicht da lassen. Ich würde lieber die da lassen. Jawohl. So machen wir es. So, ich muss mal ganz kurz durchgucken. Auch wenn es jetzt doppelt gemoppelt ist. Aber das ist das. Hier haben wir auf alle Fälle das. Ne, das Blei brauche ich nicht. Blei bleibt da. Das bleibt auch da. Liegt hier was? Ne. Das haben wir gegessen. Hier ist unser Freund. Ich werde dich gleich retten und dann muss ich das Penicillin zu Hause herstellen. So, ich muss trotzdem nochmal hier gucken, denn hier haben wir auch was zurückgelassen. Das war hier. Das ist alles okay für mich und da brauchen wir auch nicht mehr. Gut, wunderbar. Noch ein Treibstoff, aber das brauche ich jetzt auch nicht. So, wo warst du? Da ist die Ziege. Ziege hier, die vernaschen dich, du. Bleib da mal fern. So, jetzt aufheben. Jawohl. Mensch, ist der schwer. Das ist aber auch gut, ne? Da schleppst du den hier rum. Ja gut. So, unsere Hütte war fertig. Wir können den also reinlegen. Und dann müssen wir den Penicillin zubereiten. Da brauchen wir doch den Chemietisch, ne? Aber den können wir bauen. Das ist nicht das Ding. Ich habe Barn habe ich da. Holzbretter, alles ist nicht das Problem. Und dann werden wir mal gucken, was wir dafür brauchen. Dann werde ich das schnell organisieren. Und das machen wir dann in der nächsten Folge. Ja, ich denke. Das hätten wir preiswerter haben können, wenn ich meinem ursprünglichen Gefühl gefolgt wäre. Denn mein ursprüngliches Gefühl war hier hochfahren zu diesen. Und da hätte ich hier nochmal reingeschaut. Es ist jetzt keine Steinformation, keine Metall. Es kann natürlich sein, dass das random ist. Aber wenn ihr den Mike findet, sagt mir mal bitte, ob ihr den an derselben Stelle gefunden habt. Na? Wir haben jetzt eine Antwort, dass der hier drüben lag, irgendwo. Mitte links hieß es ja. Und da wäre für mich interessant, ob ihr den ganz woanders gefunden habt. Ob die Karte wirklich für jedes Mal unterschiedlich ist. Natürlich könnte ich jetzt 10 Mal die Karte erstellen, ne? Dann wüsste man das auch, dass es immer an derselben Stelle vielleicht ist. Aber wenn ihr mir das sagt, ist das für mich auch okay. So, ich würde jetzt nach Hause fahren. Wir befinden uns am Tag 19, 1:35 Uhr im August. Das ist eine super Sache. Die Hitzewelle ist also auch vorbei. Die haben wir gut überstanden. Hatte ja auch kühlende Kleidung dabei. Das heißt, wir haben bald September und Oktober. Das wird wieder kalt werden. Und ich werde mal gucken, ob wir noch ein paar warme Klamotten haben. Wir haben uns ja für den letzten Winter schon was gemacht, ob es vielleicht noch was Besseres gibt. Wir werden gucken, ob wir uns die Rüstung machen können, wie in dem Brustpanzer, ne, die schöne Schutzweste. Da ist der Bär. Und, nee, Wildschwein. Servus. Ja, und dann werden wir ihn erstmal gesund pflegen. In der nächsten Folge werden wir das Penicillin machen. Wir werden den Chemietisch bauen. Und dann wird er uns Holz ranbringen. Und dann werden wir den zweiten Stock über ihn bauen, wo dann das Fundament für das Gewächshaus ist. Das Fundament für die Tiere. Und natürlich die allgemeine Halle für ihn, die Rathaushalle, wo wir dann Kisten für ihn reinmachen. Und vielleicht noch ein zweites Gewächshaus. Müssen wir gucken, wie wir Platz haben. Und ich kann mal gucken, wie wir jetzt fahren. Nehmen wir von geradeaus weiter. Das ist nix.
Hier war, weiß ich nicht, ob wir hier schon mal rechts gefahren sind und uns diese Stadt angeschaut haben. Kann ich euch nicht sagen. Wir werden auf alle Fälle nochmal alle Städte abfahren, bis auf die zwei linken hinten. Die haben wir definitiv gelootet mit Technologiepunkten. Ja. Vielleicht ist der ein oder andere von euch auch bereit, sich das bisschen zu merken, wo wir schon waren. Und dann einen drauf hinzuweisen. So, hier waren wir gewesen, ne? Genau. Ja, müsste jetzt auch schon wieder ein paar Tage her sein. Genau. Komm einfach mit, ne? Ja, das fand ich auch in der Version 14 so krass, dass die einem so gefolgt sind, ne? Das war schon irgendwie echt übel. So, ich weiß nicht, ob wir den unterwegs ablegen können, wenn jetzt was wäre. Ein Wolf haben wir lange nicht gesehen. Aha, siehst du? Wenn jetzt was wäre und ob der dann wieder im Bett zurück verschwindet und wir den neu holen müssen. Oder ob man den direkt ins Bett ablegen muss. Oder ob der dann irgendwo quer liegt. Ich weiß es nicht genau. So, wie fahren wir jetzt am besten? Ich würde hier rumfahren. Ja, ich glaube, ist das Beste momentan. Da liegt wieder eine schöne Melone. Schade, schade, schade. Aber Melonen haben wir auch zu Hause. Wir können uns jetzt dann auch den Rest der Nacht ausruhen. Das werden wir einfach machen. Und vielleicht kriege ich es noch hin, dass wir in der nächsten Folge das Penicillin machen. Und dann ist gut, ne? Okay, Freunde. Da würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Und wir werden mal gucken, ob wir hier quer durch die Wüste, ob der Weg funktioniert. Jetzt, wenn ich jetzt gleich links abbiege. Das werden wir gleich mal testen, nachdem die Steinformation hier zu Ende ist. Jawohl. Und dann sehen wir uns gerne in der nächsten Folge wieder. Vielen Dank fürs Einschalten, fürs Dabeisein. Und ja, bis dahin. Macht's gut. Ciao, ciao und auf bald. Ja, da muss ich euch nochmal ganz kurz reinnehmen. Ja, was haben wir jetzt für ein Problem? Treibstoff. Okay, es geht also so. Wunderbar. Nur, dass wir das geklärt haben. Also bis dann.